Yeah, okay, okay, Brian Damage. Yo, yo, yo. Wir sprachen über Städte, ich finde München krass. Will ich gute Laune haben, lese ich Günther Grass. Nein, ich hab nen Witz gemacht. Wahrscheinlich haben die meisten Leute gerade nicht mehr mitgedacht, weil Günther Grass gar nicht mal so cool ist. Er behauptet von Juden, dass sie schwul sind. Da muss ich ja wirklich lachen. Ich hätte Lust, was mit Lee Watt 40 zu machen. Yes, yo, ich glaub, das bin ich. Zumindest ist das richtig. Yo, und ich sag's dir auf diese Weise. Ehrlich gesagt, ich find Günther krass scheiße. Aber sowas darf man doch mal sagen. Oder wird man dafür geschlagen in Deutschland? Nee, ich hab von ihm nie ein Buch gelesen. Aber ehrlich gesagt, glaub ich, das ist gut gewesen. Ich hab in der Schule an dem Schreibtisch gehockt und dann einfach so ein paar Reime gezockt. Hab mir meine eigenen Texte danach durchgelesen und danach bin ich voll in Furcht gewesen. Yo, jetzt kommt Brian Damage, der Freestyle-Assassin. So wie du aussiehst, liest du Tilo Sarrazin. Das ist ja ziemlich eklig, genau wie meine Crew, die eklig. Yo, genetisch. Versteh ich das nicht, aber es passt schon. Ich glaub, ich weiß, wie eklig das ist. Ich lese nicht diesen Silo Sarrazin, da lese ich eher Batterien. Rückumschläge von dieser Packung, denn das wäre für mich eine größere Überraschung. Da lerne ich noch mehr, wo ist das her? Komm schon, Tilo Sarrazin, tut mir leid, das ist nichts wert, außer wenn man das lesen will, um sich darauf zu beziehen und dann irgendwie zu erkennen, Tilo Sarrazin hat seine Theorien irgendwie aus vom Stammtisch. Check das, das hab ich gesagt und zwar mit Absicht. Yo, ich halte auch nichts von ihm in meiner Welt, denn der Kerl ist politisch eingestellt. Und zwar auf die falsche Weise, weshalb ich auf sein Buch und sein Album scheiße. Denn er hat diese Scheiße sogar als Hörbuch verkauft. Alter, Leute schieben den Turn noch darauf. Doch sie hören es auch, es macht keinen Sinn. Am besten wäre es, ihn zu schlachten im Pimp. Yo, dieser Simon, krass am Mikro. Er traut sich, ihn zu dissen, diesen Tilo. Wow, wie mutig, vor lauter Leute, die wahrscheinlich genau checken, was das jetzt bedeutet. Yo, ich glaub, ich wähle nie SPD, da werde ich lieber rechtsextrem. Nein, ich habe einen Spaß gemacht. Leute haben schon wieder gelacht und nicht mehr nachgedacht. Yo, wir sind die krassen Freestyle-Rhymer. Wir sind Bürgermeister, nicht der Dieter Reiter. Vergesst das, yo, die Wahl ist gefälscht. Ehrlich gesagt vertraue ich nur mir selbst. Yo, du hast es gecheckt, die Reime werden besser, denn wir machen ab heute auch noch die eigenen Gesetze. Das heißt, Freestyle ist Pflicht für euch. Und hierzulande spricht man nicht Deutsch. Wir sind halt Rapper, das heißt, zur Stichwahl kam ich mit einem Messer. Scheiße, ich hab was falsch verstanden. Die Leute dachten, mein Gehirn wäre abhanden. Ja, zur Stichwahl kam ich erstmal in den Gerichtssaal, denn Reiter hatte mich angeklagt. Er sagte, Brian Damage, hey, was machst du da? Ich sagte, ich freestyle. Yes, 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 yo. Brian Damage, Freestyle Professor. Yes, 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 yo. Lee Watt, ein Freestyle Professor. Yes, 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 yo. Brian Damage, Freestyle Professor. Yes, 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 yo. Lee Watt, Freestyle Professor. Kein Studentenrap, ey. Uni ist aus.